Hallihallo, Hallöchen, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Über was ich heute sprechen möchte, ist die Zeitumstellung, die nämlich mal wieder ansteht. Und zwar wird diese Nacht die Zeit von 3 Uhr auf 2 Uhr eine Stunde zurückgestellt. Ist schön, wir können eine Stunde länger schlafen, aber eigentlich ist das auch total bescheuert, oder wie seht ihr das? Der Grund im Endeffekt war eigentlich nur, dass damals 1973 gab es in Deutschland eine Ölkrise. 1973, das ist schon... kann nicht rechnen. Ist auf jeden Fall schon einiges her. 1980 erst wurde in Deutschland die Zeitumstellung, die es jetzt gerade, diese Regelung, die es jetzt gerade gibt, erst eingeführt. Es gab schon 1950 und vorher gab es schon mal eine Zeitumstellung, da gab es dann die Hochsommerzeit. Und dann hat sich das mal verworfen und dann 1980 wurde die Sommerzeit dann wieder bei uns eingeführt, um eben wegen dieser Ölkrise oder wegen dieser an sich dieser Sache Energie zu sparen. Das heißt, du hast abends weniger Energie gebraucht, also musst du nicht so früh das Licht anschalten, aber das ist doch eigentlich völlig Bullshit, weil dafür brauchst du ja jetzt morgens mehr Heizkosten und Strom, weil morgens ist es jetzt dunkel. Also eigentlich ist diese Zeitumstellung total völlig wurscht, kann man eigentlich wieder abschaffen. Gut, die Politiker kriegen es mal wieder nicht auf die Reihe, weil wer will sich die Pfeife anzünden, wenn dann doch irgendwas schief geht. Und dann, oh, wir brauchen so viel Energie und Spekulationen und oh, alles mögliche. Irgendwelche Studien haben ergeben, dass das alles scheiße ist, ne? Ja, klar. Aber im Endeffekt, ich finde die Zeitumstellung bescheuert. Das bringt nur durcheinander. Wie seht ihr das? Schreibt es mir doch mal in die Kommentare, wenn ihr Lust dazu habt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch diese Information gefallen hat, lasst doch einen Kommentar, einen Daumen hoch oder ein Abo da. Ja, ansonsten bis zum nächsten Video. Euer Base2Heart. Ciao.